Wenn man sich anschaut, wie die Fitness-Influencer sich ernähren, dann sieht man teilweise von morgens bis abends nur Produkte mit Süßstoffen, irgendwelche künstlichen Sachen oder Supplemente. Vor allem, wenn man sich mal What I Eat in a Day Videos von denen anschaut oder mal in die Instagram-Stories reingeht. Da werden dann selbst Leitsoßen ins Restaurant mitgenommen, wo man eigentlich denkt, hey, ich gebe meinen Freunden was essen. Und es wird so strikt durchgezogen, dass viele von euch sich gefragt haben und ich mich auch frage, machen die das nur, um mehr Geld zu verdienen, also ist das eine Geldmacherei, oder haben die einfach ein gestörtes Essverhalten? Und dem gehen wir jetzt auf den Grund, indem wir das ein bisschen auseinandernehmen und dieses Thema mehr reingehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung, lasst die jetzt mir schon mal da und damit let's go. Das Erste, was man hier deutlich machen sollte und jedem von euch mehr als klar sein sollte, uns, sag ich mal, als Fitness-Influencern werden Produkte hinterhergeschmissen. Und heutzutage brauchst du teilweise nur eine kleine Reichweite und selbst da kriegst du gratis Supplemente zugeschickt. Ja klar, weil du hast eine Reichweite, ein paar hundert, paar tausende Leute, die dir folgen und für die Firma ist das ein super gutes Geschäft. Die geben dir ein paar gratis Produkte und du machst Werbung und sagst bei jedem Supplement und bei jedem Produkt, das ist richtig gut. Das heißt aber auch, dass man Supplemente bzw. Produkte zugeschickt bekommt, wo die Firma möchte, dass diese an die Leute hinausgetragen werden. Das können also auch Produkte sein, die man selbst sich gar nicht bestellt hätte und wo man erst recht selbst kein Geld für ausgegeben hätte. Und auf der anderen Seite ist das Problem, dass viele Influencer nur Kooperationspartner, Supplementpartner und oder vielleicht Klamottenpartner als einzige Einkommensquellen mit dem Job des Influencer-Daseins haben. Und das heißt aber, wenn sie dort nicht performen, keine guten Zahlen abliefern, nicht regelmäßig gut verkaufen, wollen diese Firmen nicht die Verträge verlängern, mit denen länger zusammenarbeiten oder sind dann auch uninteressanter für andere Firmen. Und wenn man natürlich viele, viele Produkte hat, für jedes mögliche scheiß Alltagsproblem und für jedes Problem, was eigentlich gar nicht existiert, eine Lösung hat, dann ist man natürlich attraktiver für die Firmen. Und das bedeutet dann, dass die Firmen mehr verkaufen, aber man als Influencer dann auch mehr Geld verdient. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach so wichtig, gerade wenn das Influencer da sind, sein eigener ein Job ist, dass man mehrere Einkommensquellen hat, eigene Sachen, eigene Produkte auf dem Markt hat, weil dann kann man bei anderen Firmen immer sagen, okay, da gibt ihr mir zwar das Geld, aber ich bin nicht von euch abhängig, weil ihr nicht meine einzige Einkommensquelle seid. Ich vermarkte nur das, was ich vermarkten möchte, das, wo ich 100% hinterstehe und überzeugt bin. Und das ist allgemein eine Sicht, die man nicht vergessen darf, weil nicht jeder Influencer seine eigenen Produkte hat und man somit auch manchmal gebundene Hände hat. Mit Social Media an sich Geld verdienen ist überhaupt nicht verwerflich, weil wenn ich ein Problem löse oder einen Mehrwert schaffe, dann hat das einen Wert und dann hat das auch seinen Preis. Schaut mal, wo ihr im Alltag Geld für ausgibt, für Sachen, die für euch einen Wert haben oder gewissermaßen ein Problem lösen. Wenn ihr viel zu lange Haare habt, dann geht ihr zum Friseur, er löst das Problem, dass ihr vielleicht nicht mehr ganz so gut aussieht und euch vielleicht auch danach besser fühlt. Wenn man aber Lösungen anbietet für ein Problem, was eigentlich gar nicht existiert, zum Beispiel wenn man eine Leitsoße extra mit ins Restaurant nimmt, obwohl es dort auch gesunde, nicht so gesunde Sachen gibt und man dort auch viel Auswahl hat. Das müsst ihr für euch beantworten. Ist das dann ein Problem, was einen Wert hat? Und jetzt stellt sich halt die Frage, ob die Influencer, wenn sie erzählen, wie sie sich im Alltag ernähren, über Stories, über What I Eat in a Day Videos, ob sie das immer nur einbauen und reinpacken, um halt dann mehr Geld zu verdienen und oder Produkte reinzupacken, die sie selber vielleicht gar nicht in diesen Situationen nutzen oder nutzen würden, oder ob sie einfach ein gestörtes Essverhalten haben. Dafür möchte ich mir jetzt einmal mit euch zusammen die Definition einmal von Gesundheit, die Definition von einer Essstörung und die Definition von gesunder Ernährung einmal anschauen, dass wir auch da einmal kurz drauf eingehen. Die Definition von gestörtes Essverhalten. Von einer Essstörung im engeren Sinne spricht man erst dann, wenn übermäßige Beschäftigung mit Nahrung und dem eigenen Körper dazu führt, dass die emotionale, die soziale und die körperliche Integrität verletzt wird. Eine gesunde Ernährung kann die Gesundheit positiv beeinflussen und viele Krankheiten vorbeugen. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Auswahl von Lebensmitteln trägt dazu bei. Ein gesunder Speiseplan enthält viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte, aber nur wenig Salz und Zucker. Und die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat sogar gar eine ganz offizielle Definition allgemein, wenn es um die Gesundheit geht. Und zwar, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Wenn man sich diese drei Definitionen also mal ganz genau durchliest, dann hat dieses Extrembeispiel, eine Leitsoße mit ins Restaurant zu nehmen, wo man sich mit seinen Freunden vielleicht trifft, nichts mit der Definition laut der WHO, Weltgesundheitsorganisation, zu tun. Denn man geht auch mal ins Restaurant mit Freunden zu essen, um soziales Wohlempfinden, um es sich gut gehen zu lassen, mit den Freunden eine tolle Zeit zu haben. Und das gehört mit zur Gesundheit dazu. Genauso, wenn man mal vielleicht rausgeht mit seinen Mädels, mit seinen Jungs,
ein Wein trinken, ein Bierchen trinken, was auch immer. Aber es hat dann definitiv etwas mit einem gestörten Essverhalten zu tun. Und wenn man sich überall immer Stress macht, lest euch die Definition nochmal durch, dass man auf alles immer achten muss und auch Verbote hat, dann hat das nichts mit gesundem Essverhalten zu tun, sondern ist ein gestörtes Essverhalten. Das, was viele Fitness-Influencer euch also zeigen oder präsentieren, wie sie sich im Alltag von morgens bis abends ernähren, ist also entweder ein wirklich gestörtes Essverhalten oder sie stellen es nur so dar, dass sie sich von morgens bis abends so ernähren, weil sie mehr Geld verdienen wollen. Und dann ist das aber auf diesem Level verwerflich, weil es andere Menschen dazu, vor allem auch jüngere Menschen, dazu verleiten kann, sich genauso zu ernähren und dadurch dann ein gestörtes Essverhalten zu entwickeln, was dann für die Betroffenen nicht mehr so viel mit Gesundheit zu tun hat. Vor allem bei diesem Thema heute bin ich richtig gespannt auf eure Meinung. Ist es Geldmacherei, gestörtes Essverhalten? Was ist vielleicht auch eure Erfahrung, die ihr schon machen musstet oder was ihr hautnah, mehr oder weniger, schon mitbekommen habt? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst doch gerne ein Abo auf dem YouTube-Kanal da. Hier wird es in Zukunft auch noch mehr, ich nenne das Real Talk geben, Aufklärung in der Fitnessszene. Ich werde über unangenehme Themen mit euch reden, weil es einer machen muss. Wir sehen uns im nächsten Video.